Grüß euch, Mateka hier. Ich habe inzwischen Empires & Puzzles am Computer wieder zum Laufen gekriegt, nehme aber dieses Video noch ohne Bild und so weiter auf, weil ich unter anderem einen Titanenangriff machen will mit einem Test. Also halbwegs auf Vollgas, bemühe mich zumindest, und das geht einfach mit der Maus nicht so schnell und ja, mit den Animationen. So, ich habe heute vor, drei Videos aufzunehmen. Einerseits ein Video über die Schicksalsbeschwörung. Das ist wahrscheinlich so in der breiten Masse immer eins von den, sagen wir, mehr erwarteten Videos. Das ist aber nicht dieses Video. Ein anderes Video werde ich machen zu den legendären Truppen, den aktuellen, und da dabei auch einige Bulls. Und als drittes in dem Video jetzt werde ich über die Dünenbeschwörung reden, über die beiden neuen Kostüme und nochmal betonen, wie stark Hathor im Kostüm ist. Was kommt dazwischen? Mit was beginne ich jetzt? Und zwar unsere Allianz. Schaut euch das an. Ein Platzhalter, Anführer, Klops, umgedreht, von vorn nach hinten gelesen, Spolk. Ein Spieler, Percy Jackson, der so halb aufgehört hat, und ich bin der Letzte, der noch drin ist. Wir haben uns alle innerhalb der letzten Tage nach dem mythischen Titanen eben in alle verschiedenen Richtungen bewegt. Ich werde auch direkt nach Aufnahme dieses Videos austreten und zumindest einmal für die Monsterinsel woanders anheuern. Das werdet ihr dann wahrscheinlich schon im nächsten Video sehen, wo das ist, vorübergehend einmal. Ja, Problem ist einfach, wir haben nicht mehr, es waren nicht ausreichend motivierte Spieler da, die noch weiterhin, ja, wie soll man sagen, halt so motiviert beinhaltet halt auf dem Niveau, dass man bereit ist, mit Small Giant mitzugehen und immer mehr Geld auszugeben oder zumindest das nicht deutlich runtersinken zu lassen. Und einige von den großen Accounts haben aufgehört und dementsprechend waren wir halt dann immer weniger Leute und es war mehr Aufwand für einen mythischen Titanen voll zu werden. Und dadurch ist es jetzt eigentlich die bequemere Variante, einfach zu sagen, jeder macht was er will, vielleicht versammeln wir uns irgendwann wieder einmal für einen mythischen Titanen oder auch vielleicht für jeden, je nachdem, was es hier gibt, werden wir sehen. Aber generell geht jetzt einmal jeder dorthin, wo es ihn hinzieht. Lustig dazu oder interessant, leider sieht man es da jetzt nicht mehr. Wir haben im letzten Krieg gegen zu fünf, da waren wir noch fünf aktive Spieler und Spolk, haben wir gegen eine asiatische Allianz gekämpft, auch mit fünf Spielern. Und lustig daran war, dass die auch gerade im Beenden ihrer ja, Empires and Puzzles Tätigkeiten waren. Die haben schon geschrieben, ciao, our last war, und taugt ihnen, dass sie noch einmal gegen uns kämpfen, weil wir auch manche davon gekannt haben. Also ich habe Yoshi und irgendwie 29 und asiatische Schriftzeichen, mit beiden habe ich schon öfters was ja, zu tun gehabt, im Sinn von oft gegen sie irgendwo kämpft oder sie bei Events wo mit vorne dabei gesehen. Wir haben verloren, haben sie wenigstens einen schönen letzten Krieg gehabt, aber warum ich das so ausführlich erzähle, ist, dass dieser Spieler Yoshi, dass das nicht nur dahergeredet war, sondern dass sie dann ein bisschen später, direkt nach dem Krieg eigentlich, nicht so ein typisches Kriegsvideo mit seinen Angriffen gesehen habe, sondern es ist herumgeteilt worden, wieder so ein Video, wo ein Spieler Helden für Tausende von Euros ineinander verfüttert und aufhört. Ja, jetzt will ich nicht zu viel schlechte Stimmung verbreiten, aber wenn ich es eigentlich tue im Prinzip, ja. Was wollt ihr jetzt machen? Wir haben da einen neuen Titanen gekriegt und ich wollte endlich einmal einen Angriff machen, wo ich was ausprobiere und Gegenstände einsetze. Wir hätten zwar da jetzt bei 11th Forever, waren wir ja großteils während der, also wenn nicht gerade ein mythischer Titan oder Alliance Quest war, dann haben wir meistens nur 15 bis 20 Spieler gehabt und da war es vollkommen legitim, dass man, wenn man will, mal ein, zwei Angriffe Vollgas macht. Ich habe aber das nie gemacht. Ich habe nur immer meinen höchsten Hit 871.000, der war zu dem Zeitpunkt der höchste im Spiel, aber da hat sich so viel getan, das war vor Goblins und so weiter und gegen ein Baby. Inzwischen gibt es, ich habe einmal geschätzt, jetzt ungefähr 1,4 Millionen hätte ich als höchsten Schaden gegen einen 14-Stern gesehen. Tatsächlich habe ich jetzt inzwischen von Corole gesehen, der öfters bei uns mitspielt und einen ganz großen Account hat. Ich glaube 1.568.000, wenn ich mich nicht irre, gegen einen 14-Stern. Ich kann gleich vorwegnehmen, das werde ich da jetzt nicht schaffen. Einfach weil ich glaube, also weil ich da nicht unbedingt das passende Setup vielleicht habe. Ich bin mir nicht sicher, was bei einem normalen Titanen gegen Grün das Beste wäre. Ich habe mir gedacht, ich probiere mal dieses Setup einfach aus, wie das funktioniert, wie viel Special-Schaden rüberkommt. Pfefferflamme, die nur auf die beiden Gestalten boostet. Gezielt Hammer Dusk
anstelle von Basta, den man normal bei mythischen Titanen spielen würde. Einfach weil ich da probieren will, ja, einfach schauen, wie sich der Special Schaden auswirkt, der dadurch von Hammer Task nur mehr höher erhöht wird als von Basta. Dann brauche ich nicht so beim Spielen aufpassen. Zusätzlich wird ja Basta nicht gebufft von Pfefferflamme in dieser Aufstellung. Das heißt, der Angriff wird gar nicht, also wird jetzt nicht ganz so extrem werden für Steinschaden. Und als dritte Begründung habe ich in dem Team jetzt auch bewusst zum Ausprobieren, wie das dann ausschaut, was für Schaden rauskommt, habe ich keinen Farbdeff dann drin. Also ich habe nur da den 44% Def dann von Gestalt und 35% Def dann von der Pfefferflamme. Also eigentlich nicht übermäßig hoch, aber ich möchte mir halt anschauen, was rauskommt. Jetzt während dem Kampf, glaube ich, werde ich nicht allzu viel reden können. Ich probiere es noch einmal. Ich hoffe schon stark, dass es jetzt nicht peinlich wird und dass ich keine Million schaffe. Ich habe, wie gesagt, ewig nicht gegen normale Titanen so irgendeinen Angriff gemacht. Es kann sein, dass ich das falsch einschätze und dass ich über 700.000 froh sein muss, wenn ich da jetzt ohne Steinschaden, also ohne Steinschaden ist natürlich falsch, aber nicht mit maximalem Steinschaden gehe. Aber, schauen wir mal. Ich habe gar nicht genau überlegt, wie in welcher Reihenfolge ich starte. Das sind ein bisschen langsame Kombos und nicht die Steine, die ich so gern hätte. Also sprich nicht die roten Steine. Also Richtung irgendwie Rekord kann es schon mal gar nicht werden. Wenn da nichts an Kombos passiert. Ja. Im Prinzip könnte ich fast sogar abbrechen, weil ich weiß, dass da jetzt nichts Besonderes rauskommen wird. Das wird deutlich weniger als erhofft. Ich glaube, dass der Steinschaden-Approach da gar nicht so toll ist, wenn ich da jetzt mit den Special spiele, weil ich da gar nicht so zeitlich zum Auslösen gar nicht so komme. Ah, und das ist ja noch der Ausgang. Das war ein schlechter Angriff. Ja, ich meine, eine Million, muss ich jetzt sagen, ist eh okay, meine Million steht jetzt drin. Natürlich, wenn ich ihn im letzten Zug ausgelöst hätte, den Diamant wäre mehr gegangen. Aber ist natürlich jetzt schon, wie soll man sagen, nachdem das da kaum am Anfang Steine und Bord da war, glaube ich, geht da schon auch mit dem deutlich mehr. Gut, das habe ich jetzt stehen. Eine Million, passt eh schon. Eine Million geradeaus wäre noch feiner gewesen. Und jetzt der Teil vom Video, der so das Hauptthema ist. Ich werde, wie gesagt, ziemlich in Anschluss gleich zwei andere Videos aufnehmen. Jetzt geht es um die Dünenbeschwörung. Alle Helden, die da drin stehen, haben jetzt familienbonusmäßig gar nicht so einen hohen Bonus, dass die Werte gar nicht so extrem hoch werden, verglichen mit anderen Helden, so was die jetzt neu rauskommen. Wenn man denkt, andere ganz neue, wo sehen wir da jetzt in der Geburtstagsgeschwörung 1005, ja 1005, ich glaube irgendein Held war schon mit 1009 oder kommt er jetzt, dann weiß ich jetzt nicht sicher. Das heißt, der Familienbonus könnte, ich würde mich ja gar nicht überraschen, wenn der vielleicht irgendwann nachgebessert werden würde, damit es irgendwann in ein paar Monaten, wenn alle Helden noch und noch das Kostüm kriegen, das dann auch noch von dem her interessant bleibt. Was aber interessant ist, sehr wohl, sind diese verschiedenen Passives, die da daherkommen. Sie haben alle ein anderes, in dem Fall garantierter Effekt. In dem Fall ist einfach diese Fähigkeit garantiert. Und die Fähigkeit ist sehr, sehr, sehr mächtig. Ihr merkt, sie redet jetzt erst über Hathor, nicht über die beiden anderen Helden, die tatsächlich neu sind. Weil Hathor aus meiner Sicht im Moment für Kriege, mag sein, dass jemand was dagegen sagen will, aber für mich der beste Held ist. Weil Hathor sowohl im Angriff als auch in der Def ein absolutes Monster ist. Und zwar, wenn sie als Tank steht in der Kostümvariante und dahinter ein paar Reisehelden. Das heißt, ich sage, der stärkste Held insgesamt, davon hängt es natürlich, das hängt auch davon ab, wie der Account aufgestellt ist.
Und ich finde, für einen richtig starken Account ist Hardware besonders gut, weil in der Dev kann man dann ausnutzen, dass man hinterher ihr Reisehelden aufstellen kann. Xiaobo Jing, Zhang E und die Skorpionsfrau, wo ich meinen Namen gar nicht merken will. Diese Helden kriegen zwei Buffs drauf, so wie das auch bei anderen möglichen Tanks ist, wie bei Mio Ni oder bei Vaishali zum Beispiel. Das Gesamtpaket bei Hathor ist aber einfach besser, aus meiner Sicht halt, weil Hathor zu 100%, wenn sie auslöst, dieses Passiv mitnimmt. Verstärkt das Leben aller Verbündeten um 10%, ja, fein, ist nicht das Wichtigste, aber alle Verbündeten erhalten eine geringe Menge Mana. Ich habe es schon einmal erwähnt in einem Video, bei der ersten Vorstellung von Hathor habe ich das falsch gesagt, weil ich da noch nicht gewusst habe, dass da eine Besonderheit ist. Und zwar, normalerweise ist eine geringe Menge Mana, damals habe ich gesagt 0,4, anscheinend ist es 0,5 Steine. Tatsächlich ist aber bei Hathor dieses Wording falsch, nicht nur falsch übersetzt, wie es oft vorkommt, sondern tatsächlich ist es nicht eine geringe Mana, die Hathor gibt, sondern sie gibt auch 10% Mana. Und das war angeblich auch schon vorher so, nicht erst jetzt mit dem neuen Passiv für die Kostümversion und halt auch die normale, die das natürlich auch hat. Also ist es vielleicht gar kein Bug, also gar nicht ungewollt, weil sonst könnte man sich ja denken, vielleicht hat da irgendein Programmierer die 10% verstärktes Leben irgendwie so, dass er sich da vertan hat und versehentlich das Mana auch so stark erhöht. Jedenfalls ist das natürlich ein ziemlicher Unterschied, weil selbst wenn schnelle Helden rundherum stehen, kriegt der Held dann nicht 0,5, sondern 0,8 Steine, wenn er 10% kriegt. Und je langsamer der Held ist, der geladen wird von Hathor, umso wertvoller wird dann eben dieser Mana gehen. Dadurch eben gleicher Mana-Boost, wie jetzt Xnolfot hat in der normalen Version. 10% auf jeden. Dazu aber Überheilung und die beiden, natürlich das Unangenehmste dran, unten die Immunität gegen Statusveränderungen, weil man dadurch gezwungen ist als Angreifer. Wenn man irgendwie einen konventionellen Angriff spielen will, im Sinn von 3-4 Helden, die Schaden machen und 1-2 Helden, die halt überleben helfen, dann muss unbedingt in diesen Helden, die Schaden machen, als erstes einmal ein Dispel mit rein. Und da gibt es gar nicht so viele. Das geht natürlich, ich meine, ich habe es nicht, aber mit bekanntermaßen nicht. Mit kostümierter Evelyn wird es gehen, ja, irgendwie mit was geht's denn? Ein bisschen geht's, bin ich inzwischen draufgekommen, den Helden habe ich sehr wohl mit Bärsholz, weil Bärsholz neuerdings als Passiv auch Verzauberungen runternimmt. Aber selbst wenn ich das mache, dann zumindest verpufft ein Teil von der Fähigkeit, weil das ist erst der letzte Teil des Entfernen von der Status, also von der Immunität. Sprich, Bärsholz macht dann zwar noch seinen Schaden und entfernt dann die Immunität, aber gleichzeitig bringt er halt nicht seinen Defdown an. Und das wird dann immer schwieriger mit neuen Helden, also gegen neue Helden mit 5-Stern-Truppen, dass man durchkommt. Deswegen verhindert das Hardware sehr gut. Da gibt es nicht so viele Helden. Wen gibt es noch? Timius entfernt. Es ist immer, ich meine immer Helden, die von mehreren Zielen die Statuseffekte wegnehmen und gleichzeitig aber auch stark genug im Angriff sind, dass man rundherum was aufbauen kann, mit dem man halt was reißen kann. Ja, das ist halt ziemlich unangenehm. Und die zweite, warum sie ja im Angriff so stark ist, ist, weil sie in normaler Version mit einem Baden und einer Magiertruppe auf 6 Steine kommt. Und ich habe es schon mal vorgestellt, aber natürlich schaut nicht jeder alle meine Videos an. Beziehungsweise wahrscheinlich tun das sehr wenige, dass sie wirklich alle anschauen. Gehen wir da in einen Kampf. Ja, gegen in dem Fall gegen das Team mag ich nicht, weil da kann ich das nicht vorführen, was ich will. Bei dem soll es gehen. Schaut euch dieses Team an. Das ist mein jetzt Standard Raid Angriffsteam. Wie funktioniert das? Ogima als Bade, dann haben wir Hathor, in dem Fall mit Magiertruppe, dadurch wird Hathor mit 6 Steinen geladen. Alle anderen Helden da haben ausreichend Mana, dass wenn, also sind ausreichend schnell und haben die Truppen so versorgt, dass wenn die Hathor auslöse, jeder andere Held im Team mit 6 Steinen geladen ist. Sprich, es reichen 6 rote Steine, dann löst Hathor aus, sie kümmert sich darum, dass Pfefferflamme auslöst. Und in beliebiger Reihenfolge, egal ob sie vorher kommen sind oder später, reichen 6 gelbe Steine, dass die gelben Helden aufgeladen sind. Und das kann man dann wiederholen, wenn das nächste Mal Hathor dran ist. Wenn Hathor stirbt, natürlich müsste man dann, bräuchte man dann halt 7 Steine
für die anderen Helden zum Laden. Und die, jedenfalls die Synergien sind ziemlich cool, so mit Pfefferflamme, Erlang Shen, die beide ja einen Zusatzschaden machen, wenn ihr jeweiliger Deep-Effekt genommen wird. Christine Daae macht genau das. Ziemlich gut, und wenn der Kampf länger dauert und vielleicht schwierig wird, dann hilft oft, dass Pfefferflamme für Wachstum gesorgt hat und dann Christine und Erlang und Pfefferflamme selbst richtig fest zuschlagen können, und dadurch kommt man dann trotzdem auch durch. Natürlich kann das jetzt, ich mache einen Kampf, kann natürlich sein, dass das jetzt daneben geht. Aber, ja, ich meine, wahrscheinlich müsste ich da, wenn ich das jetzt, um das gut zu spielen, müsste ich mir wahrscheinlich den roten Diamanten holen. Also gelb rechts vor, weil ich will eigentlich gezielt, würde ich ja gern jetzt nur, damit ich es vorführen kann, nur 6 rote Steine kriegen. Deswegen spiele ich jetzt Fleiß so rein, obwohl das eigentlich nicht unbedingt der erste Zug wäre, der mir einfällt, sagen wir mal so. So, da muss man ihn einmal ruhig auslösen. Also, es schaut jetzt dann auch aus, als würde ich diesen Kampf dann, wenn jetzt nicht irgendwo noch Geld nachkommt, verlieren. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt sage, dass ich jeden Kampf damit gewinne oder so, sondern ich würde sagen, dass das Team so gut funktioniert. Und das sieht man hoffentlich so, wobei jetzt da gewinne ich wahrscheinlich eh. Ja, das Blinden ist ein bisschen unangenehm. Machen wir es einmal so. Kriegt jeder Held das Mana, das er braucht. Pfefferflamme ist geladen. Dann werden wir die rechte Seite weghauen. Rauf auf die rechte. Dann holen wir uns da die nächsten 3 gelben Steine. Also die ersten 3. Die nächsten 3 kommen. Jetzt muss ich schauen, wie es gescheiter. Die will ich jetzt gar nicht lange überlegen. Einfach so. War dann noch gescheiter gewesen, hätte ich überlegen sollen. Das Erblinden war natürlich störend. Dadurch geht es jetzt vielleicht nicht aus, weiß ich noch nicht. Dann dauert das noch eine Runde nach Ungenauigkeit. Kann ich da noch irgendwas Sinnvolles machen bis dahin? Nicht, ohne dass ich nicht wieder wenn laut. Also spiele ich da jetzt einfach rein. Ja, treffe natürlich nichts. Sie treffen nichts. Aber ihr seht vom Prinzip her, wie das Team funktioniert. Und obwohl jetzt das Erblinden war und so weiter, wenn im Endeffekt genießt natürlich jetzt trotzdem. Sie ist schon wieder geladen und es geht wieder von vorn los. Ja, jetzt wenn nicht aufpasst. Hätte nach Pfefferflamme machen können. Irgendwie. Und Pfefferflamme, dadurch, dass sie sich ja selbst das Wachstum immer wieder bereitet, schlägt einfach so fest zu, dass zur Not auch nur rote Steine reichen. Wenn ich so wie jetzt einfach ein paar Mal rot habe, reicht es, und selbst so ein Dun mit Death-Bonus und was weiß ich was, killt man damit trotzdem. Also ein sehr feines Team, und komplette Schlüsselfigur davon, von dem Team, ist Hathor. Ohne Hathor wird es absolut nicht funktionieren. Also die Mana-Geschwindigkeit ist das Entscheidende dran, was sie gibt. Dass jeder andere Held noch mit 6 Steinen geladen ist. Gleichzeitig aber natürlich die, sieht man sich eh, wie viel Überheilung da jetzt war. Sie selbst hat fast doppelte Lebenspunkte am Schluss gehabt. Einfach über das Passiv, wenn sie 3-mal auslöst. Ich meine, ist sogar 3-mal kann man nicht davon ausgehen, dass der Held 3-mal auslöst. Aber gerade in dem Fall, wo sie noch 6 Steinen auslöst und dann wieder noch 6 Steinen, das geht dann schon immer wieder mal, dass sie öfter zum Zug kommt. Also, meiner Meinung nach, in einem starken Account, der die Voraussetzungen dafür hat, entweder sowas ähnliches, wie ich da jetzt gebaut habe, zu bauen. Dafür braucht man, wie gesagt, einen Baden. Wenn man den nicht hat und eine Magiertruppe erfolle, ja, dann kriegt man sie nicht auf 7 Steine, auf 6 Steine. Mit 7 Steinen ist sie trotzdem sehr gut, aber jetzt nicht ganz so unfair. Mit 7 Steinen ist sie ein Top-Held, war sie ja vorher schon, aber sie ist nicht unfair. Mit 6 Steinen empfinde ich sie wirklich als unfair, und sollte ich wieder einmal mehr auf Kriege Wert legen, dann würde ich meine zweite Hathor, die ich habe, natürlich sofort draufbringen. Und die erste, gut, die wir vielleicht eh doppelt breaken jetzt einmal, weil sie einfach so stark ist. Generell wisst ihr ja, lege ich auf Verteidigungen nicht so viel Wert. Wird sie aber nicht umgehen lassen, wenn ich jetzt dann woanders hingehe, dass ich irgendwann wahrscheinlich einmal Hathor doppelt breaken muss, damit ich es im Kostüm einsetzen kann, als Denk. Ja, und nochmal, was das Kostüm als Denk benötigt, damit es halt richtig, also meiner Meinung nach, der beste Denk im Spiel ist, einerseits natürlich zumindest ein, zwei so Reisehelden. Sie ist sonst auch gut, aber mit den Reisehelden ist halt besonders stark. Und andererseits wären besonders gut noch, wenn man möglichst viele Klerikertruppen einbauen kann in das Team. Weil die Klerikertruppen, deswegen
Level jetzt da gerade meine, die ich gezogen habe. Wo ist sie da? Heute dann unten dabei, der Charakter, der diese Truppe ausgerüstet hat, erhält einmal pro Zug 5% zusätzliches Leben, wenn Leben wiederhergestellt wird. 5% zusätzliches Leben bei, sagen wir, 3000 Lebenspunkten sind 150 Lebenspunkte. Und die kommen dann pro Runde für jeden Kleriker, der die Truppe hat, obendrauf zu den zu der Heilung über Zeit, die hat er sowieso bietet, also der Überheilung über Zeit. Und dadurch, ja, das wird, ist einfach ganz grauslich. Im Krieg, wenn man gegen so ein Team spielt, man kommt gerade nicht durch, Hardware löst aus und man kann dann nichts mehr anvisieren und jedes Ziel kriegt Überheilung und ja, und wird beschleunigt und alles Mögliche. Gut, aber Hardware war, habe ich vorher immer betont, schon vorher der beste Held im Dünenportal. Die Frage ist, was passiert jetzt mit den anderen Kostümen? Was ist da, wie gut? Ich glaube auch, dass das bereits vorhandene Kostüm von Maat eines der, also zumindest ist es ein Kostüm von einem der besseren Helden im Portal. Jetzt kommen da zwei Helden, die nicht allzu viel gespielt worden sind. Hätte Faires, mittelschnell, bevor ich es jetzt wieder genauer noch anschaue, nur noch mal zur Erinnerung, diese Passivfähigkeit, die neue, besonders mächtig halt ist, gilt sehr wohl auch für die Nicht-Kostüm-Variante. Ich weiß nicht, warum das da so angesagt ist. Es ist, wie es ist. Gilt so? Nein, steht nicht drin. Na gut. Hätte Faires ist für mich immer ein eher uninteressanter Held gewesen. Einfach, weil sie enorm viel heilt, aber sonst nicht viel macht. Diese Verteidigung gegenüber Natur ist ja völlig wurscht. Das wäre natürlich, wenn sie als Tank steht, halbwegs relevant. Aber man kann ja die Verteidigung wegnehmen. Und gerade in Grün gibt es einige, die entzaubern, einige Helden. Also das ist wenig spannend, sage ich einmal. Also ich denke, sie so ist nicht so geeignet, weil sie einfach zu wenig aggressiv ist. Also ein Tank, der nur heilt, ist total angenehm für einen Angreifer. Spielt einfach Steine rein, ladet seine Helden auf. Vor allem, wenn er nur heilt und nicht überheilt. Deswegen würde ich selbst von der Heilung her als Tank Hathor lieber sehen, als hätte Faires. Obwohl Hathor im Kostüm nur 640 verstärktes Leben macht und hätte Faires wahrscheinlich 1500 sofort heilt. Aber halt oft nur bei sich selbst und ja, wo halt Schaden genommen worden ist. Alle Gegner halten minus 45% Genauigkeit. So genau hätte man es gar nicht anschauen müssen, weil das hat sich nicht wirklich geändert. 50% auf 54 mehr Heilung, also ein bisschen mehr Heilung, ein bisschen mehr Genauigkeitsverlust. Dafür ein bisschen weniger Verteidigungsstärkung gegen Natur, völlig wurscht. Sie reizt mich nicht. Jetzt schauen wir uns nochmal die Passives an, die ja eben sehr wohl gut geworden sind. Da in dem Fall wieder löst es zu 100% aus. Ja. 10% verstärktes Leben und reinigt die neueste säuberbare negative Statusänderung von allen Verbündeten. Ja. Viel werde ich nicht sagen müssen. Ist natürlich praktisch oder gut, dass das noch dabei ist. Aber es gibt andere mittelschnelle Heiler, die das auch sowieso dabei haben und die jetzt auch nicht unbedingt Pflichthelden sind, sage ich einmal. Jetzt haben wir da noch Lebensregeneration bei erhaltenem Bonus. 5% Leben stellt er wieder her, wenn er Bonus kriegt. Jetzt gibt er sich selbst ja schon einmal einen Bonus oder sie sich selbst einen Bonus. Das heißt, sie selbst wird mit ein bisschen an Heilungsbonus ziemlich voll sein, nachdem sie geheilt hat. Ja, also wie immer nicht falsch verstehen, es ist ein mittelschneller Heiler, der ordentlich heilt, wie das halt Standard ist bei mittelschnellen Heilern, aber für, sagen wir, im Power-Gaming-Bereich, wenn jemand viele Helden hat, hätte Faires auch im Kostüm jetzt nicht viel mehr verloren. Gut, und jetzt Amose. Amose war zu dem Zeitpunkt, wie er rausgekommen ist, einer der härtesten Hitter im Spiel. Jetzt schauen wir uns an, wie sie das gehalten, ob er sich da irgendwie in der Position behaupten hat können. Also natürlich ohne Kostümbonus nicht, weil da nimmt er 13% Bonus mit. Er ist langsam, verursacht 410% Schaden bei allen Gegnern. Das ist das, worauf die meisten, sagen wir mal, geachtet haben bei ihm. Was oft vergessen worden ist, ist, dass er auch alle Helden reflektieren Statuseffekte in 160% Schaden zurück auf den Angreifer und blockieren andere negative Effekte durch Feuerspezialfähigkeiten. Also, dass er auch diese Fähigkeit hat. Nur dazu kann nicht gebannt werden. Das zum Beispiel hätte ich jetzt aktuell gar nicht gewusst. Also, ich habe auch Mose nicht und nicht so oft mit ihm zu tun.
dass das nicht gebannt werden kann, habe ich zwar sicher natürlich schon gehört, schon bei der Vorstellung. Wobei, Moment, na doch, alle normale Version. Aber das hätte ich jetzt vergessen. Da habe ich öfters Kämpfe miterlebt, ob nicht vielleicht sogar ganz am Anfang ich selbst einmal, dass ich einmal an ihm in Rush gescheitert bin, weil ich vergessen habe, dass er reflektiert. Ich weiß es nicht. Aber im, sagen wir, im meistens, die meisten Spieler, zumindest in meinem Umfeld, haben Achmose besonders deswegen wertgeschätzt, weil der Angriffswert so hoch ist. Also der Schaden, den er produziert. 400 waren das vorher, 400% Schaden mit damals noch aktuellen Angriffswerten, inzwischen natürlich lang nicht, waren halt mit das Beste, was man so zu einem Turm mitnehmen hat können. Für hohe Turmlevels war da Achmose super. Für Rush-Angriffsdeck sowieso auch. Inzwischen, ja, was hat das jetzt? Bevor jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Bonusfähigkeit noch gar nicht durchgelesen. Das machen wir jetzt gleich, deswegen noch kein Fazit. Was jetzt sich verändert hat, okay, Klasse ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend, die Änderung. 410% Schaden, ein bisschen mehr Schaden in Prozenten, aber wenn man sich das anschaut, der Angriffswert sinkt von 1237 auf 1182. Ich habe jetzt nicht den Pfad im Sinn, also im Kopf, wie der genau verläuft, ob da jetzt vielleicht ein bisschen mehr beim Druiden möglich wäre, wenn man es anders verteilt. Aber zumindest bleibt der Angriffswert ziemlich sicher ein bisschen niedriger und damit wird der gesamte Schaden ungefähr gleich bleiben. Direkt nur von den Werten her, da wäre sogar Achmose ohne Kostüm stärker als mit Kostüm vom Special-Schaden her. Wie gesagt, je nachdem, wie man den Pfad verändern kann, ist es ein bisschen unterschiedlich. Und die zweite Fähigkeit, ja, da wird der Schaden durchs Reflektieren zwar höher, aber statt 4 Zügen reflektieren, gilt es nur mehr 3 Züge. Und das ist ja viel mächtiger als, also die Dauer ist viel entscheidender in dem Fall, als die genaue Höhe des Reflektierens. Weil in der Praxis der Held, wo reflektiert wird, also auf den zurückreflektiert wird, der ist sowieso tot danach. Das ist bei Rush oft zum Beispiel eine Milady de Winter, die greift an, die schlägt so fest zu, dass, ich weiß nicht, wahrscheinlich 80 oder sagen wir 100% reflektieren wird reichen, dass sie immer sofort tot ist. Deswegen sehe ich da jetzt rein einmal, wenn ich nichts übersehe, also wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, ist für mich da die normale Version eigentlich attraktiver als die Kostümversion. Jetzt schauen wir uns aber noch an, die Spezialfähigkeit. Bis zu 3-mal kann sie ausgelöst werden. Nicht so wie bei den beiden bisherigen Helden, die ich jetzt vorgestellt habe, dass fix die eine Fähigkeit eintritt, sondern bis zu 3-mal wird das ausgeführt. Das hat zur Folge, jetzt rechnen wir das kurz aus, 0,3 hoch 3, also eigentlich blöd, dass ich da überhaupt jetzt einen Computer braucht habe, weil das hätte ich im Kopf auch können. Also, aber gibt es das jetzt? Jetzt sage ich blöd. Ist das wirklich so selten? Ja. Also wirklich nur zu 3%, knapp zu 2,7% trifft keine der drei Fähigkeiten. Also sprich, das passiv probiert dreimal ausgelöst zu werden. Wenn es das erste, also egal ob es trifft oder nicht beim ersten Mal, probiert es ein zweites Mal und dann ein drittes Mal. Dieser Schaden, die 70%, sind normalerweise nicht so ganz entscheidend. Also der Wert ist nicht hoch genug, dass der Schaden, sagen wir, sehr stark wird. Aber was schon ein Problem ist, ist, dass danach ziemlich sicher ist, dass alle Gegner die Mana-Regeneration, also den Malus drauf haben. Minus 24% Mana-Regeneration. Ja, ich meine, macht Achmose natürlich noch einmal ein bisschen gefährlicher für Rush-Devs, aber ich glaube, die meisten Spieler, wie soll man sagen, zumindest in meinem Umfeld, gibt es einfach noch brutalere Helden oder die an das Ganze noch mehr erschweren, als dass das jetzt so entscheidend wäre. Ich sage deshalb, wenn er in der Dev stehen wird, weil so ein Mana-Regenerationsnachteil meistens bei Helden, die in der Dev stehen, wertvoller ist als bei anderen. Wenn ich als Angreifer das den verteidigenden Helden drauf gebe, ja, natürlich habe ich mehr Zeit, aber die Zeit hat nicht, wie soll man sagen, der Held kriegt jede Runde fix seinen Mana-Betrag und wenn der Stein reinkommt, halt zusätzlich und der wird automatisch, dann kann sein, dass er eine Runde später erst geladen ist, aber zumindest ladet er weiter. Während wenn der Angriffsheld von so einer Mana-Regeneration, also von so einem Nachteil betroffen ist, dann kann es einfach sein, dass die Kombos, von denen man gewohnt ist, dass sie ausreichen, zum Beispiel bei Rush 2x3 Steine, dass das dann nicht mehr reicht und
man bräuchte eine ganze dritte Combo und hat wahrscheinlich niemals die Zeit, dass man es findet. Ja, und dann haben wir da noch zusätzlich Sandschaden widerstehen. Das ist halt auch neu dazukommen. Ja, nett, dass es kann, aber gibt Wichtigeres, sagen wir mal. Aus meiner Sicht, wie ich das da jetzt da sehe, Hathor, wie gesagt, ein absolutes Monster und beide anderen Helden sind verglichen mit aktuellen Top-Helden, die es sonst wo geben könnte, nicht sonderlich interessant. Nur, ich glaube, jeder Spieler, der Hathor noch nicht hat, oder halt darunter zähle ich auch die Spieler, die nur die normale Version haben, das Kostüm haben, sollte da jetzt seine Beschwörungsmünzen verbrauchen. Einfach weil Hathor so stark ist und ja, ist meine Empfehlung. Nicht beschwören würde ich unbedingt für Juwelen. Wenn ihr in einer vorderen Allianz unterwegs seid und vielleicht auch den Druck spürt von anderen, dass Hathor halt fein wäre, wenn ihr sie hättet für halt Denküberlegungen, ja, dann ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt, dass man für Juwelen beschwört. Für mich wäre die Def da nicht ausreichend wichtig, aber ich weiß nicht, wenn ich sie nicht gezogen hätte, das letzte Mal noch sehr vielen Beschwörungen, weiß ich nicht, ob ich nicht trotzdem vielleicht in dem Fall, sie ist einfach wirklich, wirklich stark. Einschränkung, gar nicht Einschränkung, aber was ich schon anführen wollte, ist, aus meiner Sicht ist sie mit allem, was ich jetzt beschrieben habe, für einen starken Account eigentlich sogar zu stark. Meiner Meinung nach, obwohl ich sie habe, ich würde sie nerven. Also, auch wenn ich da immer wieder von Leuten, die sie haben, negative Kommentare, sonst irgendwas kriege, aber für mich ist diese Fähigkeit, der fixe Mana-Boost von 10% ist zu mächtig. Und auch, dass sie selbst für 6 Steine geladen ist, ist sehr mächtig. Also das Gesamtpaket ist meiner Meinung nach zu gut. Und wenn sie in Devs steht vorn und ich nur Schnellkisten füllen will, ist das, wenn das Team nicht sonst besonders schlecht ist, für mich fast der Grund, dass ich dann in meinen Turm schaue, ob ich da einen einfacheren Gegner finde. Weil ich einfach weiß, ich kann mir auf einen Kampf einstellen, der meistens länger dauert und wo die Quoten, dass ich als Angreifer gewinne, einfach niedriger sind als woanders. Und deswegen, wenn ich umgehen kann, wenn ich ausweichen kann, weiche ich aus. Ich bin deswegen nicht ganz auf der Seite von Small Giant, dass sie jetzt wirklich sie gleich wiederbringen. Ich meine, ich bin sehr oft nicht ganz oder gar nicht auf der Seite von ihnen. Es ist natürlich einfach ihr Wunsch, möglichst viel Geld einzunehmen. Es werden wegen ihr jetzt sehr viele beschwören. Ich glaube, wie sie neu war, hat nicht jeder durchschaut, wie mächtig sie ist. Inzwischen werden wahrscheinlich zumindest die Accounts, die weiter vorne spielen, alle mit ihr Erfahrungen gemacht haben. Und viele werden halt hoffen, sie ziehen zu können und trotz der beiden anderen Helden, die nicht so mächtig sind, zumindest ihre Münzen, vielleicht auch noch die Juwelen raushauen. Das ist die Überlegung von Small Giant. Und meiner Meinung nach wäre es für die, sagen wir, fürs Spiel angenehmer, lustiger, zumindest im vorderen Bereich, wenn nicht noch viel, viel mehr Hathors unterwegs wären. Weil es eben wirklich, ich empfinde es als nicht lustig, dagegen zu kämpfen. Nicht nur, dass sie gut ist, sondern auch, dass es von der Art, wie der Kampf verläuft, einfach nicht, ja, macht man nicht so viel Spaß, gegen sie zu kämpfen. Und ich befürchte, dass in nächster Zeit sehr, sehr, sehr viele Hathors überall herumstehen werden. Also noch einmal viel mehr als jetzt eh schon im vorderen Bereich. So. Ich beende das Video jetzt, werde heute noch mindestens ein zweites über die Schicksalsbeschwörung, wie gesagt, aufnehmen. Wahrscheinlich auch noch schon über die legendären Truppen. Werden wir schauen. Dann, wer bis jetzt so durchgehalten hat, ich glaube, da wird für die nächsten einschalten. Bis dann, wir sehen uns. Tschüss.